Ein Hauch von Hollywood in Frankfurt. Zur Verleihung des 20. Hessischen Filmpreises waren sie alle da. Schöne Frauen in bezaubernden Abendkleidern und elegante Herren in stilvollen Anzügen vor der Alten Oper. Die große Rosemarie Fendel verteilte fleißig Autogramme. Für sie war es ein ganz besonderer Abend. Tochter Susanne von Borsody wurde mit dem Ehrenpreis für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Und das mit noch recht jungen 52 Jahren. Trotz der frostigen Temperaturen posierte Julia Dietze mit sexy Dekolleté und Jenny Jürgens freute sich in ihrem Blumenkleid schon auf den nächsten Frühling.